Hallo Leute, heute begrüße ich euch nochmal, weil der Knollte, der hat eine Laune. Ja, muss ich auch verstehen, bei dem Thema, was er heute wieder anpackt. Aber nur mal kurz vorgewarnt, er hat eine ganz schreckliche Laune. Nach dem Intro geht es los. Ich bin's, euer Knollte. Hat euch wieder bange gemacht, der Herr Ragnarök. Ja, ja, das kann er. Ja, mit meiner Laune ist es da wirklich mal nicht so weit, ne? Geht ja heute wieder mal um meine Liebe an Lena, unser Bärböckchen. Die und ihr Ministerium, was die auf die Pauke hauen und Party schmeißen, ne? Müssen sie ja. Aber mal ganz von Anfang. Ich habe mich ja damals schon aufgeregt, als diese komische da, die etwas komponentere Dame da, Kanzlerin war. Weißt du, wen ich meine, ne? Genau, genau die, die mit dem Zittern. Ja, die. Ja, die haben so da bei dem Auswärtigen Ministerium, da haben sie 4 Millionen ausgegeben, so für Sekt und Schnittchen und Kanapee und wie das ganze Zeug da heißt, ne? 4 Millionen. Und unser Annalenchen, werdet noch nicht gehört, 15,7 Millionen Euro für Sekt und Schnittchen. Klar, wenn so einer aus dem Ausland kommt, der will begünstigt werden. Klar, Staatsbesuch. Aber so viel kommen nicht, dass man da 15 Millionen verfressen kann. Die 700.000, die hätten da gelangt, ne? Also meine ich ja, wo sind die 15 Millionen? Was hat die damit gemacht, die Tante? Verfressen und versoffen. Gerade versoffen, so redet sie ja auch immer, als wenn sie total hackedicht ist, die Tante. Apropos hackedicht, ich hatte noch keinen. Mal eben schnell nachholen. Prost. Falsche Temperatur, müsste was kühler sein, aber egal. Hauptsache macht dumm im Kopf, ne? Aber was sagst du denn dazu, dass da so die Kohle rausgeschleudert wird? Schreib mal ganz schnell in die Kommentare, was du davon hältst. Und ich sag nur dazu, verdünne nochmal, mal ein bisschen sparsamer leben. Ja, was erwartest du denn jetzt, Knollte? Sparsamer leben. Die muss die Große doch so eng schnell mit ihrem mickrigen Gehalt. Da musst du doch mal über die Stränge schlagen dürfen, wenn Besuch kommt. Nein, darf sie nicht, weil die verdient noch mal genug Geld. Mehr wie ich. So, und wie lang muss ich für diese 15,7 Millionen arbeiten gehen? Ich schaff das gar nicht. Da brauche ich halt Deutschland bei, ne? Ja, der kleine Mann, der muss buckeln, damit sie das da mit vollen Händen rausschmeißen. Ja, 2 Klassengesellschaften. Wir, das Fußvolk, und die Machthaber. Machthaber nenne ich sie. Diktatoren nenne ich sie. Genau wie das Habeckchen da, der liebe Robert. Was hat er nicht alle gesagt? Er hat gesagt, macht mal den Urlaub im eigenen Land. Bleibt in Deutschland. Verbraucht nicht so viel CO2. Nicht immer nur fliegen. Ihr könnt auch mal mit der Bahn fahren. Bleibt im eigenen Land. Ja. Und wo ist er jetzt? In Israel hält er seinen fetten Arsch in die Sonne. Unmöglich ist das, verdünne nochmal. Der Deutsche soll in Deutschland bleiben und er fliegt nach Israel. Ja, aber Knollte, das Flugzeug fliegt doch sowieso. Ob da jetzt der Platz frei bleibt oder der Habeck da drin sitzt. Was? Du glaubst doch nicht echt, dass er mit den Touristen fliegt. In so einem Linienjet da. Nix. Bundeswehrbereitschaft. Privatboeing, nur für Habeck, vielleicht in der Familie noch mit, vielleicht nimmt er noch einen Kollegen mit. Ansonsten ist das Ding leer, CO2 raushauen. Der hat doch keine Ahnung, der Mann. Der schaltet ja auch das Atomkraft ab und Kohlekraftwerk an. Ja, die Bäume brauchen CO2. Das ist wieder beim CO2, genau. Nein, aber das Lähnchen, können wir doch mal die Party. Soll doch nächstes Jahr 27 Millionen ausgeben und dann 37 Millionen. Vielleicht wird der kleine Michel in Deutschland dann mal wach. Ach, der wird doch nicht wach. Und wenn, ja, was soll ich denn dagegen tun? Verdünne doch mal. Gar nichts kann ich dagegen tun. Doch, schmeiß sie raus. Wir sind deren Arbeitgeber, wir sind die Chefs. So, wird ein Brötchen bezahlt, der sagt auch, wo die Brötchen gebacken werden. Verdünne doch mal. Die kapieren das nicht, dass die ohne Deutschen arbeitslos wären.
Und die werden verdammt nochmal viel arbeitslos werden, wenn die so weitermachen. Dann hat nämlich die AfD 51% und dann brauchen wir auch keine Opposition mehr. Die ganzen Plätze können weg. Ihr braucht da nicht noch die Hand aufhalten. Ihr habt eh nichts mehr zu kamellen, so nach dem Motto, ne? Also, in diesem Sinne, weitermachen oder sauber bleiben. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Verdödelt nochmal.